Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Altes Live mit mir, dem Multiprofi-Gamer. Und ja, lange ist es angekündigt, Snox ist auch hier. Hallöle! Und er fährt gerade, wie man vielleicht sieht. Nein, du fährst bis gerade dran vorbeigefahren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gerade dran vorbeigefahren. Wir wollen jetzt nämlich eine Tankstelle ausrauben. Ja, wir haben uns gedacht, wir fangen nochmal eine Stufe kleiner an. Wobei das Snox vorhin schon gemacht hat und dann kam gleich ein SUV, beziehungsweise so ein Helmet und mehrere Fahrzeuge. Ja, ein SUV, ein Streifenwagen und gleich so ein... Was, ein Helmet? Echt? Okay. So ein gepanzertes. Von daher haben wir uns jetzt einen taktischen Plan überlegt. Er raubt aus, ich fahre. Du fährst. Du weißt, hast du dir schon Markierungszeichen gesetzt? Ja. Okay, gut, dann überlasse ich dir jetzt mein Fahrzeug. Also nein, ich habe keine Markierung gesetzt, ich weiß, wo das ist. Markierungen sehen alle, das ist Schwachsinn. Das kann man nicht machen. Also, ich meine jetzt überhaupt einen Wegpunkt für dich selbst. Ja, natürlich weiß ich das. Wir wollen uns nämlich dann hier ausrauben, durch den Checkpoint 1 durch und hier in die Garage rein, wo wir die Türen schon geöffnet haben. Gut, ich bin dann bereit. Ich drücke gerne mal auf Ausrauben, wenn du bereit bist. Ja, mach. Muss die Waffe draußen haben. Ach genau, ich hast keine Waffe in der Hand. Also ich fahre dann da rein, du steigst sofort aus und schließt sofort die Türen. Mit dem Mausrad. Und dann da, wo Tür schließen steht, dann drauf drücken. Fuck, du musst mir nochmal zeigen, wo. Ich habe, glaube ich, keine Markierung gesetzt. Das ist egal. Ich fahre dich dahin. Du siehst schon die Türen. Okay, gut. Ich habe auf Ausrauben geklickt. Die Tankstelle wurde bereits überfallen. Ja, dann müssen wir die andere nehmen. Komm hoch. Komm rein. Wir nehmen die drüber, die hier drüber ist und fahren dann ein bisschen zurück. Fährst du? Ja. Wobei, vielleicht ist sie auch direkt neben der Tank. Ja. Welche wäre denn hier drüber, bitte? Hier ist doch keine Tankstelle. Ach, hier ist doch eine. Ich fahr jetzt einfach mal so Außenperspektive, gerade. Wobei, nee, ich mach's gechillt. Vorsicht, du fährst wie eine gesenkte Sau. Ja, wer von uns hat denn jetzt schon zwei Unfälle gebaut und einen aus Versehen überfahren? Ey, das Überfahren, das war Moment. Was passiert ist. Die Tür ist da offen. Warum ist die Tür da offen? Die hatte ich wieder zugemacht. Warte, ich guck schnell nach, okay? Ich glaube, das ist jemand drin. Ich guck schnell nach. Jojo, gib Gas. Also wir wollten eigentlich in die Lagerhalle, da wo die beiden Türen offen sind. In die da. Also in die da hinten? Ja. Steig ein, wir nehmen dann... Wollen wir dann hier wieder runterfahren, der entgegen... Ja, dann musst du dich gegen die Tankstelle stellen, dass du gleich gerade ausfahren kannst. Ja, das aber Problem ist, das sind ungefähr fast ein Kilometer bis hierhin. Ich würde sagen, wir nehmen dann eine Lagerhalle, die näher dran ist. Weißt du, was das Problem ist? Wir müssen gegen die Lagerhalle fahren, also auch gegen Kavala und auch somit gegen... Ich habe doch gesagt, wir nehmen eine, die woanders liegt. Wir machen das schon, wir rocken das. Hier ist jetzt die Tankstelle direkt. Wir könnten in diese Lagerhalle hier rein. Warte, zeig her. Soll ich schon aufsteigen? Muss ich aufmachen? Ja, mach mal. Wenn du mich zurückfährst nochmal, ich hab so keinen Bock. Ach, Junge. Ja, ich bin so faul. Pass doch auf! Ich hab's doch gesehen, Mann. Alles ist cool. Ich hab nur gesagt, ich zahle es auch sowieso, wenn ich das kaputt mache. Dein SUV. Ich meine, ich hab ja genug dafür. 2000 für so einen Reparaturmensch. Gut. So, dann darfst du dich natürlich auch nicht am Fenster blicken lassen oder so. Wow. Dreh dann gleich bitte so hin, dass du... Ganz ruhig, ja. Kevin, ganz ruhig. Das ist geil. Ich habe einmal drei, ich bin mit Multi, wie geil. So, jetzt steig schon mal... Wo ist denn der Typ zum Ausrauben? Also ist das eine andere Tankstelle? Moment. Das ist keine Nummer, die Tankstelle. Ja, ich sehe das Problem, was du meinst. Da sind nämlich ZIV-Tankstellen, zivile Tankstellen. Den in Kavala können wir nicht nehmen, müssen wir den dann DP-11 nehmen. Die nächste Tankstelle DP-11, steig ein. Ach, bist schon. Bin schon drinne. Entschuldigung, whoops. Was heißt der DP-11? Die nächste wäre die Tankstelle 3. Ja, DP-11. Ja, da sind doch sicher keine Lagerhallen. Das ist aber eine ganze Stadt. Und da gibt's bestimmt auch Lagerhallen. Zur Not fahren wir da runter, wo sonst der Eisenhändler ist bei anderen Servern. Sonst könnten wir, wie du vorhin gesagt hast, zum Copper-Processing fahren. Und da zu den großen Lagerhallen, also zu den großen Firmen da, was du gesagt hast. Das wäre natürlich auch eine Option. Ja, falls wir da keine Lagerhallen entdecken, gucken wir mal. Das wird.
Wir lassen uns auf jeden Fall nicht erwischen. Nein, definitiv nicht. Zur Not schießt du. Vor allem du. Egal, wo ich hinschieße, auch einen Polizisten. Ja, wir machen dann eine Straftat. Aber dennoch okay, musst gut, du musst ja nur anmelden, dass du dich nicht ergibst. Jo, es war ja dann noch. Eigentlich geplant war eine Geiselnahme. Ja. Die ist aber gerade noch so in Arbeit. Was eigentlich so eine Geiselnahme schwierig ist, verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber sie war noch in Arbeit. Wegen meinem Computer und hier und bla und bli und blu bla blu. Und ja. Kevin, du hattest ja schon genug Kontakt mit der Polizei so in letzter Zeit, ne? Jo, also ich mag die Polizei auch direkt sehr schön, also sehr schön. Sehr schön. Wie kann man die Polizei sehr schön finden? Weiß ich nicht. Gerade in Arma 3, ja, du hast so dein schönes hässliches Gesicht. Dein Turban umgarnt deine Augen. Oh, deine Sturmgewehren, okay. Langsam wird es irgendwie ein bisschen abartig. Ja, okay, das ist nur ein gewisses Niveau halten, wie du immer schon so oft sagst. Ja, bitteschön. Ach du Scheiße, die Kurve. Ganz ruhig, das ist ein SUV, der hält viel aus. Und ich bin ein exzellenter Fahrer. Mehr oder weniger. Da ist ein Friedhof. Mhm. Wow, ja. Ich wollte doch nur driften. Exzellenter Fahrer. Hallo, es ist nichts passiert, ja? Und ich habe Action reingebracht in diese Folge. Ich habe gedriftet. Ja, man hat auch dieses Driften-Geräusch gehört. Das war super englisch. Hier ist die Tankstelle, die wir ausrauben können. Und hier ist eine ganze kleine Stadt. Und hier wird es bestimmt irgendwo eine Möglichkeit. Das ist so Eigenwerbung für mich. Ja, das werde ich jetzt gekonnt rausschneiden. Ich sag dazu mal nichts, ne? Ups, war da gerade. Ich warne dich. Bleib doch ruhig. Hier ist auch so ein ATM, aber das. Multi, wieso fahren wir so komisch? Bleib mal ruhig. Ich habe alles unter Kontrolle. Hier unten ist eine Garage. Ich meine, kann man das Tor zumachen? Guck mal nach, bitte. Dann parken wir hier. Ich würde nichts erkennen, wie mir irgendwas dazu machen könnte. Komm mal du rein, lieber. Mal zu gucken. Nee. Dann nehmen wir doch. Junge, noch keine Aufmerksamkeit erregt. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja. Eigentlich wollte ich schon, aber. Okay, dann da. Upsala, wir nehmen eine Prise rum. Du Hängebauch. Ich weiß, Hängebauchschwein, die Wildschwein meine ich. Hängebauchschwein? Ja. Wo fährst du hin, Multi? Gekonnt in den Hintergärten entlang. Gekonnt ist was anderes, aber gut. Doch, das ist doch hier. Grazil. Delikat. Also, du weißt, was delikat heißt? Ja. Also, ich wollte gerade so sagen, delikat, Junge. Wie kann man denn delikat fahren? Essen auf Rädern? Deliziös. Ja, ich werde den wohl bezahlen müssen. So, du wirst ihn bezahlen. Ja, ich hab die perfekte Idee. Dein elegantes Fahren, gell? Ich hab die perfekte Idee. Dein delikates Fahren? Du hast mich einfach abgelenkt, jetzt steig aus. Please. Wir machen das zu Fuß. Wir regeln das zu Fuß. Ernsthaft? Ja. Wir verstecken uns in der Kirche. Hier drin. Da in der Kirche. Ja, das ist doch. Kann man die Tür aufmachen? Schade. Gibt's einen Nebeneingang, Hintereingang? Müsste es geben, sicher. Sie schadet. Tscherner Russ, Tscherner Gorsk. Sonst gehen wir in irgendeins dieser Häuser rein und sie fahren weiter. Solange sie nicht das abgestellte Auto da stehen sehen, fahren sie weiter. Weil niemand ja denken wird, dass wir so tollkühn sind. Kann ich zerschießen, das Auto? Das schaffst du zwar nicht, weil es ein SUV ist, aber du kannst gerne drauf ballern. Auf deine Verantwortung. Nee, aber das Auto muss weg. Das findet da doch keiner aus, also. Nee. Das steht da ganz zufällig. Ja, okay, komm, lass mal machen. Aber wie weit ist die nächste Tankstelle entfernt? Das ist ja direkt am anderen Ende der Stadt. 315 Meter bin ich.
Die SIF-Tankstelle. Die zivile Tankstelle. 450 Meter, wo bist du? Ich bin auf dem Weg dahin. Das ist so eine Stadt, wir gehen einfach in irgendeins dieser Gebäude rein und dann fahren sie an uns vorbei. Das ist doch ein Deal. Nicht wahr? Torben? Sicher doch. Andreas. Heinz Günther. Ey, hör jetzt bitte auf. Joachim. Dann okay, alle, es tut mir leid für alle, die so heißen, dass ich deren Namen erwähnt habe. Dann könntest du genauso das Geld ausräumen, wenn wir schon keinen Fahrer brauchen. Ja, nee, aber dann, ich möchte eine weiße Weste behalten. Nein, du behältst sicher nicht die weiße Weste und ich bekomme dann hier die schwarzen, weiß ich nicht was. Das war doch sonst auch der Plan. Bei der Geiselnahme. Willst du mich verarschen? Anti-Diebstahl-System? Das ist mein eigenes Ding. So. Dann komm mal her, Schnickchen. Ja, ich glaube, da oben. Da dann rein. Bist du das da hinten? Ich stimme. Da ist er da hinten. Ich stehe am Ding drin. Gib Gas, in einer Minute ist es soweit. Was? Dann ist der Ausraub erfolgreich. Wohin dann? Bist du bescheuert? Das kriegen wir hin. Die gucken da nicht nach. Ich gehe direkt offensichtlich in das Haus gegenüber. Ernsthaft? Man kann das Tor da doch aufmachen. Mach mal das Tor auf, bitte. Gegenüber das Haus. Welches? Gegenüber das Haus, das Tor da. Und dann direkt hoch die Treppen. Ja, wir gehen dann da hoch. Und dann da in das Haus rein, legen uns da hin. Ich mach dann direkt das Tor zu. Du rennst dann direkt da rein. Ja. Und dann hoch. Das Haus hoch, die Treppen hoch. Und dann da. Erstmal verstecken. Ja, renn durch schon. Ich komme sofort nach. Nein, ich mach die Tür zu. Hier kommt ein Auto, hier kommt ein Hemmet. Scheiße. 4 Seconds, 3 Seconds. 2. Scheiße. Mach die Tür zu. Versuche ich ja, es geht nicht. Doch. So. Und jetzt zweiter Stock. Hinterzimmer. Mach die Tür zu. Lecker. Komm rein. Wo bist du? Hochgegangen. Hier ins Nebenzimmer. Fuck, ich bin in einem anderen Raum. Hier, ach, komm da hier rein. Falsch. Ich hab grad Internetprobleme im Multi. So, jetzt legst du dich hier in die Ecke und betest. Wir haben 22.388 Dollar erbeutet und du betest jetzt, dass niemand hier am Fenster vorbeiläuft an der Tür entlang. Du ziehst auf die rechte Tür, ich auf die linke. Verstanden. Okay. Also du guckst an den Fenstern vorbei, so. Ach du Scheiße. Waren übrigens 22.000. Jo, kann sein. So macht man Geschäfte. Das geht einfach. Also 2 Minuten, ich werde einfach mal sagen, bis 43, 16.43 Uhr werden 2 Minuten ingame. Ja, aber du musst bedenken, dass die Polizei ja gleich vorbeifährt. Das heißt, ich werde jetzt nicht sofort rausrennen. 16.43 Uhr, die kommen da gerade so an. Hier ist ein bisschen weiter weg als da, wo du ausgeraubt hast. Normal haben die doch auch keine Chance, ich meine. Wir sind eigentlich so nah an der Straße drin, dass wir die Autos hören müssten. Ey Junge, jetzt mal ehrlich, normalerweise fahren sie auch weiter. Hey, warte mal, die werden doch sicher weiterfahren, dann werden sie das Auto sehen. Wenn sie das Auto sehen, da ja, dann können sie die ganze Stadt durchsuchen, viel Spaß. Ja. Das würde ich denen auch wünschen. Ja, aber wir sind ganz am Westen. Das ist aber kein... Das Blaulicht? Ich hör was. Irgendwas höre ich. Natürlich ist das Blaulicht. Ja, Martinshorn. Ich höre nichts. Das ist ein Auto, ja. Aber keine Sirene.
Alles keine Sirenen. Scheint gut zu gehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.